Schroveline ist wohl noch okay. Das Phosphos schläft wieder. Hier kann ich nichts mehr machen. Hier kann ich wohl nicht mehr reden, wahrscheinlich. Was ist passiert? Wie war dein Tag? Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Und? Sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch, das kleine Miststück. Man riecht das doch nicht etwa? Nein, nein. Ach, also doch, ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum. Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein, die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Ich habe gehört, das Kauen auf Wurzeln soll helfen. Ach, davon bekomme ich Sodbrennen. Aber danke, Süße, dass du dir um mich Sorgen machst. Ach, Schrofeline. Ich gebe einfach diese steinharten Kaugummi, die wir haben. Hast du die riesigen Basilen gesehen? Klar. Der eine hat mich blöd angeguckt, da habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Nein, ich lasse mich doch nicht von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow, du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich sofort versteinern lassen. Ja, später vielleicht. Okay, kann ich dir die Frage geben? War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Ich habe Laura ja auch gerade nicht dabei. Hier, willst du Kaugummi? Willst du einen Kaugummi? Klar, gib her. Ich kann ihn ja kauen. War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst... Okay. Aber... Oh. Also sie kaut jetzt hier Kaugummi. Ich nehme das Phosphos jetzt mit. Okay. Nase, nur mal ansehen. Wie sie diesen Kaugummi durchkaut. Ich hab fast Mitleid. Da ist ein Schild. Ich hab ein Schild im Inventar. Was brauche ich dann? Irgendwas muss ich damit wohl noch machen, ne? Blase? Das wird nicht klappen. Okay, ich kann also... noch nichts damit machen. Kann ich das Phosphos auch mitnehmen? Jetzt kann ich die alle mitnehmen. Zum Innenhof, da darf ich herein. So, hier im Innenhof gibt es jetzt nichts mehr. Doch, der Bremsschirm. Kann ich den mitnehmen? Der ist sicher an dem Basilen befestigt. Motorhaube öffnen. Fest verschlossen. Ach, verdammt. So kriege ich ihn da nie raus. Okay, ich habe noch die Phosphos. Kann ich mit dem Schild hier drauf umrauen? Das wird nicht klappen. Okay, Windkapelle. Wir gehen einfach mal in die Windkapelle. Ich bin auch schon fast wieder 4 Stunden, aber ich kann nicht aufhören. Da ist Huck! Wo kommt Huck denn auf einmal her? Komm mit! Wir retten jetzt die Welt! Ich steck die Taube einfach ein, ne? Ob in die Tasche ein gutes. Well, unsere Dynastie wird... Macht euch keine Sorgen. Kannst lebendig sein. Ich werde euch retten. Also nur mal so, wenn ich ihn jetzt entsteinere, ist er dann nicht trotzdem tot? Also ich weiß ja nicht, ob das so die beste Idee ist, die ich habe. Erst muss ich das Orchester wieder erwecken. Dann können wir gemeinsam spielen. Das wird nicht klappen. Verdammt, ich dachte, ich muss da den Spiegel hinhängen. Die Symbole auf den Ringen sind Noten für die Windhymne. Das sind die Notenringe. Sie drehen sich, wenn ich das Lied auf meiner Nase spiele. Okay, ich habe jetzt die ganze Schlaf den Phosphos, aber warum? Also gut, ich habe jetzt Hack. Was kann ich mit Hack machen? Was mache ich mit Hack?
Den Spiegel loslassen. Das mache ich nicht. Hack auf ihn loslassen? Ich glaube nicht. Okay, kann ich nochmal mit ihm reden? Hallo, Steve. Hallo. Wie geht's? Was kann ich... Spiegel. Warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein! Wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses! Weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarios Junge. Kann nicht sein! Der Thronfolger ist doch ein Baby! Aber das bin ich. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, Euer Gnaden. Er ist ein Idiot. Ja, er ist ein Idiot. Ich würde den Spiegel auf jeden Fall zurückbringen. Unter gar keinen Umständen. Gib ihm den Spiegel, Steve. Du hast mir nichts zu befehlen. Aber er, gib ihm den Spiegel. Pete, kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört. Der Spiegel steht nicht zur Diskussion. Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist er schon? Ich wüsste nicht, warum ich. Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes Gehorsam. Nein, ist er nicht. Der Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf! Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still! Und das nur, weil du Conroy die Tür geöffnet hast. Mhm. Aufhören! Ich wusste doch nicht... Das hier ist alles deine Schuld. Sieh dich um. Das hier ist alles, was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Ups. Hat sich's aber K.O. gehauen. So viel zum Spiegel. Kann ich die Scherben mitnehmen? Au! Die kann ich so nicht aufheben. Die sind viel zu scharf. Okay. Ich hab den alten Fisch von Hack dabei. Also ich brauch, glaube ich, Schrovelines Kaugummi. Kann ich den einfach so anfassen? Schroveline, darf ich dein Kaugummi... Nein, dann werden... Hier, mit dem Fisch auf die Blase? Das könnte Spaß... Okay. Hack auf die Blase. Das war doch jetzt geraten, oder? Wir hacken mal nicht auf die Blase ein. Schlafendes Phosphors? Oh. Nein. Soll ich das Phosphors bekleben? Den Schild kann ich nicht ankleben. Nein, jetzt ist nicht die Zeit. Schild auf die Blase. Das könnte... Okay, ich kann mit der Blase noch nichts machen, mit der Kaugummi-Blase. Kann ich mit ihm irgendwas machen? Wir reden schon mal nicht. Steve? Oder Pete? Jemand zu Hause? Nein? Er hat sich selber K.O. geschlagen. Ich bin nicht ansatzweise so überrascht, wie ich vielleicht sein sollte. Das ist leider wahr. Also gut, den Spiegel kann ich jetzt nicht mehr brauchen, aber ich habe hier Scherben. Ich muss irgendwie die Scherben einsammeln. Kann doch nicht die Phosphors in Scherben wälzen. Das geht doch nicht. Okay, das ist ein Bremsschirm. Ich brauche den aber. Der ist sicher an den Basilen befestigt. Ich habe noch das Nektarinenbeet, das habe ich schon angesehen. Die Tür, das und das. Das hier kriege ich nicht auf. Kann ich Hack irgendwo dagegen werfen? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Okay, versuchen Sie mal. Hack gegen den Basilen. Warum so? Weil ich verzweifelt bin, Junge. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Naja, da... Das mache ich nicht. Damit kann man nichts machen. Ach doch, damit geht irgendwas.
Das wird nicht... Warum habe ich die schlafenden Phosphors dabei? Schlafende Phosphors in dem Bremsschirm? Alle? Ein kleines Phosphors... Ich steck alle in den Schirm, spiel auf meiner Nase und zwei dann... kleine Phosphors liegen zusammen im Schirm. Und jetzt liegt gleich auch noch ein drittes dabei. Drei kleine Phosphors liegen im Schirm. Drei kleine Phosphors im Schirm. Okay, Entsteinerungsaugen. Ich hab die jetzt dabei. Damit kann man nichts machen. Auslöser? Geht nicht. Motor, aber ich krieg die jetzt auf. Fest verschlossen. Also hier auf das Blumenbeet. Ich muss auf jeden Fall das Schild hier, glaube ich, platzieren. Nein. Vielleicht ein wenig drehen. Reicht das zur Tür? Ich dreh, glaube ich, nochmal. Vielleicht ein wenig drehen. Ja, ich glaube, so ist so besser. Das kann ich nicht verwenden. Ich habe jetzt den Steinerungsaugen. Ich habe einen alten Fisch und ich habe Hack. Hack auf den Auslöser. Warte, nicht Hack auf den Auslöser, sondern Fisch auf den Auslöser. Ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auslöser legen. Ja, das ist ein guter Platz für einen Fisch. Dann Hack auf den Fisch, aber... Warum habe ich die Entsteinerungsaugen mitgenommen? Sollte ich die nicht wieder einsetzen? Okay, Hack. Ich muss irgendwie die Glasscherben noch zusammenkriegen. Weil das trifft jetzt hier rein, aber ich brauche hier etwas, das ich da ranhängen kann. Das wäre der Spiegel gewesen. Das kann ich nicht verwenden. Also gut. Ich muss irgendwie Schrofelines Kaugummi kriegen. Nee, kann ich jetzt Hack hier drauf werfen? Das bringt mir doch noch gar nichts. Nein. Muss ich den Schlitten nochmal drehen? Vielleicht ein wenig drehen. Naja, dann können... Du kommst mit mir, alter Freund. Aber das klingt so nicht. Ja, eben. Au! Oh! Meine Güte, das hätte auch schief gehen können. Ich entsteinere praktisch das Gehirn. Das Gehirn. Also, jetzt nehme ich immer man das Gehirn. Man kann nie genug Hirn haben. Kann ich daraus eine Disco-Kugel bauen? Kann ich daraus eine Disco-Kugel bauen? Disco, Disco. Okay. Toll! Oh, jetzt kann ich Sachen dran kleben. Okay, Disco, Disco. Ich baue mir eine Disco-Kugel. Ah, lecker. Super lecker. Ein von einem Schrof gekauter Kaugummi mit Glassplittern dran. Also ich glaube, den Schild muss ich jetzt aber nochmal drehen, damit er auf die Kapelle zeigt. Vielleicht ein wenig drehen. Vielleicht ein wenig drehen. Okay, kann ich jetzt nochmal den Fisch auf den Auslöser packen? Ich sollte diesen Fisch besser... Ja, das... Das Hack nachher den Auslöser betätigen. Kann ich diese Disco-Kugel hier in diesen Haken hängen? Das war clever von mir.
Conroy kommt. Das ist gar nicht gut. Bleib genau da stehen. Conroy, was tust du hier? Was hast du vor? Komm nach Hause, Robert. Komm zurück in den Palast. Das war nie mein Zuhause. Du hast mein Zuhause zerstört. Oh, mein Junge, wie redest du denn mit mir? Ich sage dir, was nun passieren wird. Wir beide kehren in den Palast zurück. Ich werde eine hübsche, dicke Kette für dich finden. Und du wirst mein Lieblingslied spielen. Schön sauber. Eine Note. Wie in alten Zeiten. Ich werde nie wieder für dich spielen. Oh, aber Robert, du wirst keine Wahl haben. Irgendwann wirst du atmen müssen. Und bis dahin habe ich einer Wache beigebracht, auf deinen Nasenlöchern herumzudrücken. Ha, wie kommst du denn auf die Idee, dass das Volk dir vergeben wird, wenn sie erfahren, was du getan hast? Welches Volk? Meine Armee versteinert gerade alles, was sich bewegt. Wenn ich mit Asposien fertig bin, werde ich einen hübschen, riesigen Garten aus Statuen haben. Wie konnte ich all die Jahre nicht merken, was für ein Monster du bist? Du wirst sehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wenn du in deiner Zelle im Palast sitzt. Warum erschießt du mich nicht einfach? Junge, du warst doch immer wie ein Sohn für mich. Das würde ich dir doch niemals antun. Musst du aber. Lebendig kriegst du mich nie. Okay. Huck, los geht's. Pass! Los, Huck! Hol dir den Fisch! Das war wohl nichts. Jetzt bin ich dran. So, jetzt reicht es. Wenn ich dich in eine Statue verwandle, kann ich dich zumindest in einer Kiste mitnehmen. Oh! Oh, oh. Uns nichts passiert. Zum Glück funktioniert seine Waffe nicht richtig. Zumindest dieses Mal. Wir hatten echt Glück. Okay, zum Innenhof. Hat das nicht funktioniert? Conroy's Basil. Nein, ich habe meinen eigenen. Versteinerungsaugen. Muss ich diesmal Conroy versteinern? Wo ist Conroy im Moment? Muss ich die tauschen? Conroy muss mir heimlich auf einem anderen Basilen gefolgt sein. Wie konnte ich das nur nicht bemerken? Okay, ich habe jetzt die Versteinerungsaugen hier drin.